Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Suckerland. Wir sind wieder hier. Na, kurzzeitig war ich halt nicht als schwach, weil ob wir vielleicht was anderes spielen. Dann aber hat sich das doch wieder in die Richtung gewendet. Das Blatt hat sich wieder gewendet in die Richtung Suckerland. Warum ist das nicht richtig eingestellt? Jetzt was. So, wir werden heute ein bisschen Gas geben hier. Wirklich schnell mal, dass wir mal vorankommen. Ich habe da unten das umgeräumt. Ich habe das halt den Kollegen gezeigt, nämlich. Das war mit so Ding. So, wir werden hier nach der Reihe jetzt mal schnell versuchen, an Mats zu kommen, um schnell etwas zu craften. Dazu brauchen wir. Also, erstmal willkommen, Wasabi. Zuverlässig, wie immer. Hallo, wie geht's? Und hallo an YouTube, hallo an Twitch, hallo an alle, die zusehen. Wir werden uns jetzt hier, wir pfeifen uns hier jetzt mal alles Mögliche rein. Heilen uns und düsen los. Ich mag wirklich die Base mal besser hinkriegen. Ich würde gern. Ah, und? Was sagst du? Vom selber spielen? Wie schaut's da aus? Wie ist es, wenn man selber spielt? So wie beim Zuschauen, oder? Besser. Ja, es ist auch, bis New Atlantis ist auch, wenn man das alles anschaut und liest und anhorcht, dann hat man auch relativ viel zu tun. Sagen wir es mal so. Ja, nicht nur für dich, was aber es ist jetzt nicht anstrengend, jetzt will ich jetzt nicht ganz so sagen, aber es ist extrem aufmerksamkeitsfressend, nennen wir es jetzt mal so. Du musst wirklich wegen jedem Schaß, der rumliegt, ja schauen, ob es nämlich ein Schaß ist, ob es das mitnehmen muss, ob es nicht das was mitnehmen, was liegen lässt, was vielleicht wichtig war. Das ist einfach, weil du so erschlagen bist. Das habe ich aber in den Streams hier erwähnt. Du bist erschlagen an der Fülle an Items, die, wo du was so aufheben kannst und machen kannst. Und das ist halt so eine Sache dann. Es ist einerseits cool, viel zu tun. Andererseits musst du das immer alles auch bearbeiten. Sagen wir mal so. Ja, verständlich. So, also wir starten hier jetzt mal in Suckerland. Ich möchte unbedingt alles aufbauen heute. Was geht? Haben wir nicht. Genau, das sage ich auch. Das Waffenwechseln geht mal auf den Sack in dem Spiel, weil es das alles irgendwie in die Favoriten legen muss, außer du gehst jedes Mal ins Inventar. Und das Rumfliegen zwischen den Planeten ist ja bei weitem kein Flugsimulator. Das ist ja wirklich nur mehr. Eigentlich ist es wie ein Stargate, ein Sprungtor. Du könntest theoretisch genauso gut von Planeten hüpfen. Und nur im Orbit, wenn du mal irgendwie kämpfst und dann bist du schon wieder im Bunny-Hopping zwischen den Planeten-Modus. Ja, wie gesagt, ich habe, aber eins hat das Spiel geschafft, ich habe Lust auf No Man's Sky. Wir müssen irgendwann mal No Man's Sky neu anfangen. Wie gesagt, wirklich neu anfangen. Ich habe selber an S-Klasse-Frachter alles mögliche. Ich weiß, das ist viel und anstrengend, aber es wäre schon mal cool, oder? So mit der Community. Und dann auf irgendeinem wunderschönen netten Planeten bauen wir eine riesen Base, wo jeder vorbei kann. Die Koordinaten öffentlich und jeder kann hin. Ja, da glüht deine 3070 dann nicht. 380 schafft das nicht laut GameStar Test. In Full HD. Wenn es läuft, ist es eh gut. Ich muss mal schauen in No Man's Sky, ob man irgendwie einen zweiten Speicherstand, glaube ich, kann man ja machen. Ich will auch nicht meine S-Klasse fragt und alles wegwerfen, aber irgendwie würde ich schon mal die Story nochmal durchmachen. Das ist so viele Jahre der Updates her. Da ist jetzt sicher wesentlich mehr zu tun als damals. Da kann man ja dann auch, können dann ja genauso gut, da eh alles in einem Universum rumhängt irgendwie, können ja genauso gut Leute einfach joinen. Also du kannst dann auch mit deinem Ding vom Vorhandenen einfach reinjumping und geht schon Vollgas. Will da niemand ausschließen. Ich möchte es nur nochmal wegen den Missionen und allem. Da kann ja jeder, wenn er will, mit einem Zweitcharakter vielleicht einfach mal vorbeischauen. Weiß nicht, ob das jetzt müsste eigentlich gehen.
Ich weiß, ich glaube, Zweitcharakter ging. Kann ja mal jemand nachschauen, der zufällig Zeit hat. Ich kann es nicht dazu installieren, neben Starfield ist kein Platz mehr auf der Festplatte. Das hat mal alles angefüllt. Das ist alles voll. Ui, das ist aber falsch da. So. Ja, jetzt wäre es auch wieder mal Zeit. So, jetzt geht's. Heute geht's aber zu der komischen Unterwasserschiffchen. Ja, wenn alles weg ist, muss ich es mir auch überlegen, was ich mache. Aber ich glaube, mal irgendwo gelesen zu haben, also gesehen zu haben, dass es am Anfang mehrere Slots gibt beim Starten, oder? Kann man da nicht zwei, drei Sachen parallel machen? Ich möchte mehr Emotes hochladen. Warum kann man... Ich habe jetzt wieder ein paar Emotes tauscht. Das eine wurde abgelehnt, warum auch immer. Und... ein animiertes Emote gibt es jetzt auch. Das ist ein Boom. That's what you get. Da gibt es auch ein paar, ich habe auch ein paar andere auch noch. Ich kann mich nur überhaupt nicht entscheiden. Ich muss noch ein bisschen schauen, ich kaufe die teilweise wirklich einzeln zusammen für, da gibt es ein Emote, kostet 5 Euro das Emote. Aber das ist ein tanzendes Bier. Also das ist auf jeden Fall wert, das wird dann mein Top-Emote. Aber derweil bin ich ein bisschen enttäuscht, dass ich nur so wenig Emotes eigentlich habe. Ich hätte gern mehr. Aber ich habe da gelesen, da kenne ich mich auch noch nicht aus. Da gibt es was ja Kanalpunkte. Das Wasabi weiß das vielleicht eh. Da gibt es so Kanalpunkte und wenn ich 15 davon habe, dann kriege ich einen Emote-Slot mehr. Denkt so was habe ich gesehen. Ich kann jetzt aber nicht. Ich weiß jetzt aber nicht genau. Leck mich am Arsch. Das ist eine. Achso, das ist eine Einschusspistole. Gut, die will ich nicht, ja. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt dann im Endeffekt, wie ich das jetzt da gesagt habe. Ich hoffe halt. Was könnte man da jetzt riechen für das Typ? Eh nur eine Dosen. Ja, passt. Dafür kannst du die ganzen Fetzen können. Shit. Bei den Subs weiß ich. Ich glaube, ich habe gegen 9 Abonnenten. Und... hab somit auch 9 von 15 Kanalpunkten, also denke ich mal, das geht Hand in Hand. Weil die Follower, es gäbe auch Follower-Emotes, die würde ich urgern machen. Ein paar normale Emotes für nur für die Follower, aber da steht dabei, dass ich dann noch nicht berechtigt bin dazu. Also hätte ich 5 Follower-Emotes, normale, und 5 für die, der bessere für die Abonnenten. Aber das Problem ist, dass das noch irgendwie geht, das... also lasst er mich nicht, ich meine, das muss 60 Tage lang Affiliate gewesen sein. Ich verstehe zwar nicht, warum ich für die eigentlich höherstufigeren Emotes von Abos, die kann ich an das andere kann ich irgendwie noch nicht machen. Oh. Das nur mit von Followern geht halt noch nicht, warum auch immer. Ja, wieso hat mich der heute erwischt? Gestern ist das doch gegangen. Naja, ging. Wieder. Ja, das stimmt. Also von den Abos auf jeden Fall, das weiß ich. Jetzt habe ich gesehen, was habe ich. Irgendwie, ich habe mal gedacht, das geht irgendwie auch mit die. Ah! Ich muss dann echt mal schauen, ob diese komischen Pillen was helfen. Warte mal. Oh. Die Richtung. Düse, Düse. Was? Ja, passt. So, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt die Pille nehme? Was passiert denn da jetzt?
Ja, gar nichts, ne? Egal. Also die Pillen sind für den Arsch, ehrlich. Die schmeiße ich jetzt weg, das ist ja lächerlich. Was soll das? Erhöht vorüber, überhaupt nichts erhöht das. Das wird überhaupt nichts, wird besser. Ich schmeiß weg den Scheiß jetzt. Nein, sowas nervt mich, wenn es dann... Dass dann im Endeffekt gar nichts besser geht als eigentlich. Also das ist noch 100 Mal besser. Oder geht die Luft jetzt langsam mal runter, wenn ich es vorher nehme? Naja, oh ja, jetzt merkt man was. Ja, jetzt erhöht. Okay, jetzt erhöht. Also muss ich vorher einwerfen. Das Ding ist cool. Ich glaube, das nehme ich jetzt öfter mit. Vor allem, wenn man jetzt ums Auftauchen geht. Wenn es dann zu dem kommt wieder. Eisen vorhanden. Jetzt muss ich aber langsam wieder auftauchen. Schauen wir mal. Eigentlich hätte ich jetzt hier wie so ein Delfin aus Wasser schießen müssen. Ausgeschaut hätte sicher cool. Alles nix. Fenster in der Luft. It's a safe. Oh Mensch. Ich will mir nicht beschweren, ist ja nicht schlecht, aber mir fehlen da wirklich noch ein paar. Oh! Sachen. Gerade noch viel Luft gehabt, das ist schon wieder vorbei. Jetzt wird es aber haarig, jetzt muss ich aufpassen. Weapon parts. Es wäre so geil, wenn ich so wie so ein Delfin so. Wackeln in der Luft. Und da war ich jetzt eh schon. Gehen wir mal zu dem. Nur mal das Offensichtlichste hier wegräumen, weil. Gibt ja dann auch noch genug Sachen, die nicht ganz so offensichtlich sind. Oh, schau mal, da bin ich so rot, das ist ja mal eine Farbe. Jakobsmuscheln.
gleich im Turbogang wieder, nach oben. Hallo an alle Neuen im Stream. Freut mich, dass ihr hier seid. Würde mich freuen, wenn es mal irgendwas im Chat von euch gibt, dass man wisst, dass ihr da seid. So ein Hallo. Wink, wink. Oder irgend sowas. Natürlich kein Zwang. Cool wäre es aber. Jawohl, die brauche ich da. Ich hilf mir nichts, die kann ich nur essen. Pfeifen wir rein, sie wurscht schon. Ah ja, ich sehe nichts mehr. Ich lasse sie alle in Ruhe, keine Sorge. Jetzt wär's dann, jetzt bräuchte ich da mal so. Scheiße, das ist viel zu. Jetzt bräuchte ich da mal so ein Ding. Gar nicht mal so viel Sprit. Letztes Mal ist wirklich eine gute Idee gekommen, wenn das nicht vom Stefan war. Der meinte, wenn die Unterwassertaktik funktioniert ja recht gut, mit dem Anschwimmen und drauf pieksen. Der meinte dann ja zu mir, ja dann bräuchtest du in der Base drinnen irgendwo ein Loch, wo du runter kannst, über eine Platte raus. Die Idee habe ich mir dann ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Die ist gar nicht schlecht. Und irgendwo einen koffen lassen, können wir auch hier die Fischreise rein und können uns da dann schwuppsiwupps runter verziehen und auch rausschwimmen ohne, dann bräuchte man eigentlich theoretisch gar keine Türen mehr. Ich meine, werden wir trotzdem machen, weil sie da sind, aber so eine Überlegung gerade. Guten Morgen, guten Morgen. Wie ich mir dann immer alles reinpfeifen muss, nämlich, damit ich nicht irgendwie voll am Sand bin, nur weil ich Idiot die ersten drei Tauchgänge absolut nicht auf irgendwas schaue, dann halber verreck, oder? Und beim letzten Tauchgang, kurz bevor ich keine Life mehr habe, denke ich wieder daran, dass ich eventuell auch am Sauerstoff schaue. Ich meine, da bin ich selber schuld dran jedes Mal, aber ich bin zu blöd, um vorher dran zu denken. Nein, Holzplanke. Ah, ich habe kein Holz mehr von da hinten. Das könnten sie echt mal auspatchen, dass das einfach fallen lassen wird, wenn die Kiste voll ist. Nur mal schauen, Jakobsmuscheln kann man ja theoretisch, wenn ich mich jetzt nicht austausche, kann man irgendwie darauf gehen. Warte mal, ich muss was trinken holen.
Hör mal die Muscheln, was da passiert. Die kriegt man ja relativ häufig. Schauen wir mal, was die geben. Gebraten und nicht gebraten. Das ist hier die Frage. Muss warm sein da herin. Nein, habe ich nicht, aber ich war noch nicht einkaufen, dass ich mir ein schönes Level oder Hemd kaufe ohne Schrift. Und ich weiß eben nicht, es ist wahrscheinlich eh wurscht, aber ich weiß nicht, was Twitch macht, wenn ich mir. Deswegen habe ich einfach das Hemd sicher normal so nie an. Das ist mein reines Streaming-Hemd, ja. Und ich weiß ja nicht, was Twitch macht, wenn es da irgendwie unerlaubt irgendwie Marken zeigst. Ich meine, so prominent mit dem Bild Marken mögen es nicht. Ich weiß nicht, ob so eine kleine Level-Marke da irgendwas macht. Keine Ahnung. Deswegen habe ich mir das mal so zurechtgelegt. Das liegt jetzt immer da, hier unten. Nö, sonst habe ich da eh nichts mehr. Das ist ja cool. Die Jakobsmuscheln geben nur Hunger und gebraten geben sie Hunger, Gesundheit und Energie. Das ist ja cool, die gibt es nämlich tonnenweise. Das ist geil. Die werden nämlich echt nützlich dann. Jetzt werden wir es aber trotzdem ablegen, alle. Auch das hier. Ich will Wasser. So, was brauchen wir jetzt? Haben wir noch? Haben wir für die. Das Problem ist, selbst wenn wir jetzt diese Flasche hierher kriegen. Peter? Sechs solche, vier Gummi. Wir haben auch keine Komponenten mehr. Und die finde ich sind nach wie vor etwas teuer zum Herstellen. Ich brauche zwei Gummi dafür, das ist ja lächerlich. Na dann! Na, weiter. Einmal gesagt, heute geht es zack, Schlag auf Schlag. Wir müssen ja nachher dann auch noch, wenn wir das alles hier haben, den Herd möchte ich halt noch machen für Lochkomponenten. Das war jetzt immer Komponentenmangel. Zack! Abflat! Mittlerweile weiß ich es gleich links am Händler vorbei. Das Boot ist schon viel cooler als das andere. Und man gibt ja noch ein paar Boote, aber das ist schon cool. Hallo Prinz! Da kannst du mal Gift drauf nehmen, dass uns irgendwas angreift und wir dann damit aus allen Rohren, was wir haben, drauf losballern. Die Rohre sind nach wie vor noch ein Revolver. Der lädt schnell nach und hat 6 Schuss drin. Ich könnte schon einen stärkeren bauen, der macht dann 55 Schaden pro Schuss, muss aber nach jedem Schuss nachgeladen werden. Das ist dann nicht brauchbar. Aber ich kann nur sagen, wir werden heute viel erkunden. Viel. Wir sind jetzt schon eigentlich so, wir sind 24 Minuten im Video schon zum zweiten Mal unterwegs eigentlich zu der Stelle da. Haben vorher aber noch ein bisschen Blödsinn gemacht, das heißt wir sind eigentlich schon fleißig. Das sind die Fische wieder, die kommen auch, diese komischen Dinger. Hier müsste es was sein. Abwärts, Kumpel. Ja, passt. 6. Na schau, dass man da gleich mehr sieht, wenn es Tag ist. Ja, so eine Überraschung. Und ja, die Feuergefechte werden wirklich interessant diesmal, weil nachdem ich letztes Jahr unter Wasser geschwommen bin, haben wir den letzten Angriff beim letzten Video, haben wir ja dann sogar wirklich schon mit
mit Schüssen abgewehrt. Und ich vergesse schon wieder. Das gibt's doch nicht. So blöd kann ich doch gar nicht sein. Man, eigentlich schon anscheinend, aber. Ja, wird Zeit fürs MG, stimmt. Nur fehlen mir, ich bin am, deswegen wisst ihr, wird das jetzt nur ein farmlastiger Part. Ich farm und craft und mache, ich hole mir alles so schnell es geht zusammen, craft wie ein Blöder, will die Sauerstoffflasche, alles wieder haben, weil es wird einfach, ich brauche bessere Waffe, ich brauche mehr Defense. Das heißt, wir werden jetzt hier kurz immer rein, Sachen holen, wieder raus, craften, Sachen rein und schnell verfahren. Wenn das kriegt. Kamin! Kaputte PM. 4 solche haben wir schon. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal die Tauchflasche wieder herstellen. Aber 4 ist halt noch ein bisschen wenig. Eigentlich würde ich mir auf diesem Teil, wo sich da rumschwimmen, damit vorne ein Ding wünschen. Ein Licht. Diese Dinge haben doch meistens Lampen vorne dran, wenn es zum Beispiel in die Filme überall sind oder auch in die Dokus. Ja. Habe ich sogar schon geschafft, ein bisschen. Was haben wir hier? Eine Boje! Jawohl, was zum Sitzen. Wie wichtig. Ah, abwärts. So, wo kommt man da rein? Ja, da findet man dann immer die Waffenparts in der, beim Kapitän in der Kajüte. Also in der Ding. Das ist die Frage, ist der Rumpf beschädigt? Kann man das irgendwo rein? Ein Rumpf? Ah, ich glaube, da sollte man nicht rein. Das hat man nicht erkundet. 71. Ah, da fehlt er doch noch ein bisschen was. Schnell, schnell, schnell. Ein bisschen Batterie von dem Teil aus ist und ich krieg das auch nicht mit. Dann stehe ich da unten, drück den Knopf. Die Scheiße geht nicht weiter. Normalerweise kann man das doch abbauen, oder? Mich täuscht oder ist da gerade vorher eine Kugel vorbeizogen? Wie gesagt, immer das rein, was nicht mehr stacken kann. Alles, was stacken kann, kann man noch drin lassen. Eventuell könnte man ja noch einen Stack erwischen. Und was unwahrscheinlich ist, kann man auch rübergeben. Das ist eher unwahrscheinlich. Holz, ach so. Wie gesagt, viel Platz haben wir jetzt nicht mehr. Akku meine ich, viel Akku ist nicht mehr da.
Dass die immer da oben die Fässer transportiert haben. War klar, genau das, was ich immer zuerst gemeint habe, da kommt denen immer vieles jetzt kommen. '81, da muss aber noch einiges rumliegen, was ich nicht habe. Das sind jetzt nochmal 14%. Müssen sie jetzt dann irgendwo. Da gibt es ja rundum noch Autos und so, okay. Mit dem kann man ja nichts anfangen, oder? Weil es ja genug Eisen haben würde in Intus. Zwei Prozent noch von dem, das war's jetzt doch. Können wir gleich weggehen, weil das, dass ich nicht in die Versuchung komme. Ärgert mich. Da fehlen noch ein paar Sachen. Ich weiß schon wieder nicht, wo die sind. Da wäre auch so ein Scanner cool, so ein Beutescanner. Weißt du, vielleicht gibt es sowas irgendwann. Gleich nach oben, habe kein Turbo mehr. Aber ehrlich, wo da die restlichen sind, ist mir jetzt gerade wirklich irgendwie ein Rätsel. Keine Autos mehr oder so. Ja, die Lampe, das ist richtig, ja. Das ist richtig, schon wirklich so aus. Und die Lampe geht mal ab, weil das wäre schön. Hallo Karolinchen! Die Lampe geht mal ab, weil die Lampe wäre cool gewesen. Lampe wäre echt cool gewesen. Mineralwasserwerbung. Abwärts, Kumpel. So, das war's jetzt aber, weil ich finde hier jetzt nicht mal mehr Sachen, die ich abbauen könnte und davon nur vergessen habe. Komm eh nicht drauf mehr. Nee, es ist zu viel. Ich gehe jetzt an der Insel oben. Oben noch ein bisschen was mitfarmen. Hier haben wir ja das meiste eh mal. Das haben wir nach bestem Wissen und Gewissen abgesucht. Das ist so eine Insel für ein bisschen Holz. Reicht das schon? Richte mich mal in die Richtung. Und. Nö, war ich nicht. Vielleicht gibt's was zum Ballern. Könnte schon sein. Gummientenninsel. Jawohl, Alter. Das hört sich gut an. Handphysik.
Bewegt sich da was wohl? Nee. Ach Leute! Ich gehe mal davon aus, dass der nicht alleine da war. Oh! Warte kurz. Danke. Nein, er war nicht alleine da. Ja, aber wie sie sich am Anfang versteckt haben. Irgendwas zum Heilen? Well, ja, na, oh! Das kannst du tun, als würdest du schießen auf mich. Also jetzt könntest du das. Das ist die Kalival. Uiuiui. Ah, da hinten fehlt. Na, egal. Die sind damals schon mal bei so einer Insel in dem Gebüsch gesessen. Oh, schau mal. Geh mal. Ha! Headshot, mein Freund. Ich würde sagen können, aber ich glaube, das war Zufall. Puh. So, jetzt rennen wir nochmal die Insel ab. Servus, Austria, Handel. Grüße aus Niederösterreich. Greetings, my friend, greetings. Schaut gut aus, ich glaube, wir haben das. Ah, oh, da gibt es so viel. Bist du fertig? Was ist da drin? Also Kiva-Autos sind lukrativ. Aha. Schätzungsweise am Berg um. Oder hier wo. Sowas mag ich nicht. Kampfmusik. Vor allem, wenn ich den da nicht finde. Was? Wo? Ich stelle mich mal auf den höchsten Punkt und schaue, von wo die Kugel kommt. Ja gut, dann würde ich mal einfach da. Danke sehr. Dankeschön. Jetzt haben wir, glaube ich, alle. Sehr cool, aber da gibt es urviel zu plündern wieder auf der Gummientencheninsel. Warum auch immer die Gummientencheninsel heißt. Oh. Fuck.
Puh, ich sehe mich zurückfahren. Ja, dann müssen wir ausleeren fahren, dann noch wieder auf die Gummienteninsel zurückkommen. Da gibt es verdammt viel zu plündern, sehe ich gerade. Gummienten! Oh Mensch. Meeresfrüchtenplatte. Ja, ich müsste wirklich mal langsam was kochen. Also nehmen wir das noch mit. Man kann ja irgendwo da so ein komisches Signal machen, das hat mir ja der Ding damals empfohlen. Ich finde zwar jedes Mal auch wieder zurück jetzt, das ist nicht das Problem, aber ich muss jedes Mal so kurz mal auf die Map schauen. Es ist dann irgendwie nervend, sagen wir es einfach mal so. Wo war denn das? Das ist ein Herd. Ne. So, irgendwo bei diesen unnötigen Sachen da. Ah, hier. Fetzen und Holz. Ja. Haben wir noch Platz für Holz irgendwo? Nein. Scheiße. Oh ja, Hammer. Ich glaube, jetzt gibt es doch gar keinen Respawn von den Gegnern. Wurde mir mal, also jetzt haben sie ja mal da umeinander gerätselt, dass das in der Zukunft hinzugefügt werden soll. So, schau mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Ein Stück nach rechts, da lang. Der Lichterkette ist ja cool aus. Die Ingame-Tage vergehen verdammt schnell. Muss man auch sagen. Wir haben Neptun und die Gummienteninsel geplündert. Das hört sich ja vom Namen her sowas von cool an. Gummienteninsel. Viel bösartiger geht's nicht mehr. Obwohl das Boot recht schnell ist, düsen wir aber schon ein Zell, bis wir da sind, gell? Vielleicht 10 von denen jetzt passt. Damit lässt sich jetzt arbeiten, sag ich mal. Holz nehmen wir mit her, weil ich denke, das werden wir gleich brauchen. Ah, wenn ich das so mache, ist die Batterie jetzt kaputt. Scheiße. Hätte ich anscheinend anders machen sollen. Ja, machen wir Baumwolle.
So. Ja, das ist gleich soweit fertig. Und noch mal trinken. Ich muss aber wieder Munition aufstocken, weil ich glaube, wenn jetzt ein Kampf beginnt, habe ich ein Problem. Und summa summarum denke ich mal, das wird bald passieren. Eh so viel von dem Scheiß. Ich wirklich wieder viel, auch von denen da. Wobei, sobald ich anfange, jetzt einmal die Fenster zu machen, ist vorbei mit viel. So, wo haben wir das Schusswaffe? Oh. Ah, was scheiß drauf. Mal ist nur einmal im Jahr. So, wo ist, wo hier? Hallo Stefan! Willkommen zurück! Haben wir das da rein? Das kommt wieder in meinen Recycler. Danke fürs Abo! Uhu, danke! Neue Emotes incoming, mein Freund! Neue Emotes incoming! Ein paar urgeile auch. Danke dir. Danke. Geiler Typ. Ich brauche einen geiler Typ-Emote, dass ich das abspielen kann. So ein geiler Typ-Emote. Ich hätte so ein lustiges Emote jetzt gerade zusammen, aber die Twitch hat mir das noch nicht freigegeben. Erneut. Nö, ist noch in der Überprüfung. Das wäre so eine Boom-Explosion gewesen. Leider noch nicht freigeben. Leider. Dein Kampf ist eingetreten, was du vorher, was vorher wer wollen hat. Bist du deppert, wie wir sind denn das? Okay, wir gehen wieder in den Tauchmodus, das wird sonst nichts. Genau, ich sehe mich schon wieder reparieren, dann wie blöd. Ja, weil ich spiele jetzt eh schon ein bisschen, aber das wird gerade die erste Raid, aber seht ihr, wie viel das schon sind? Die werden wir nämlich irgendwann. Oh, scheiße. Mal Luft holen. Das ist eine schlechte Idee, Luft holen jetzt, aber ich weiß aber. Sind ja alle platt. Ja, mehr ist gefährlich. Wie war das? Der Häselgeist, der von unten in die Eier beißt? Ganz hoch. Kriegen aber keinen Sauerstoff mehr. Ja, ich muss atmen auch. Was soll ich tun?
Hallo. Ja, gut. Ging gut. Hey Tom! Der Bart, bist genau gekommen, wie es hier gerade rund geht. Ich habe dich leider nicht gleich begrüßen können. Sorry. Guck, guck. Wo ist, wie viel gibt es noch von euch Wabler? Und euch eierlosen, unnötigen Hund? Langsam werde ich eigentlich grantig auf die. Braucht die besseren Waffen, kann gerade noch nicht mal die kaputte. Noch nicht einmal aber das kaputte gefunden. Von die Waffen, was ich herstellen will, somit wird das noch ein bisschen dauern. Und die haben sie ja da in der Hand sogar, ja? Aber lass es mir irgendwie nicht fallen, wenn sie sterben. Selbst beim Sterben sind sie ungut. Ja, mitnehmen, klarerweise. Das mit dem Auftauchen ist so scheiße, dass man nicht genauso auf die Oberfläche kommt. Kampfmusik zu Ende. Na, das haben wir ja recht gut gemacht. Das Problem ist ja nur, dass sie die ganze Zeit die Base bombardieren. Das ist eigentlich das einzige große Problem an der Sache. Weil die bringen die so, ich spawn ja eh wieder und habe auch nicht wie in Valheim bei einem Tod ein Penalty. Das kommt sicher noch in dem Spiel, das macht das nämlich dann schwieriger, Mike. Aber so sind es halt dort doch ein bisschen. Immer dachte ich, also. Da! Nixer. Die Gelooteten verschwinden wegen so schneller. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob ich die andere Waffe herstellen soll. Die Pistole könnte ich sogar. Aber die macht eigentlich weniger Damage als meine jetzige. Und ich habe 6. Nur vielleicht kann ich ohne Nachladen. Wäre cool. Also mit weniger Nachladen ist das Problem. Was ich sehe, ist, was ich jetzt habe, ist das. Ich glaube, die erste Waffe, die ich nehme, anstatt der jetzigen, ist die, die was unter Wasser schießen kann. Haha. Habe ich den? Na, denke mal. So. Geschafft. Wie schauen wir denn da aus jetzt? Wie schwer beschädigt haben wir denn alles? Das Problem ist, wenn ich Fenster offen habe und die durchschießen, die treffen hier meine Crafting Stations. Da muss ich wirklich was tun dagegen. Da kann ich mir jetzt auch nicht rausreden. Ich hätte nämlich mehr als genug eigentlich von den. Sachen. Echt? Gebe 20 und 15 Schuss im Magazin? Die hätte ich ja sogar hier schon. Warte mal, was habe ich denn da schon wieder für einen Scheißbau vor? Ja. Habe ich doch nicht. Habe ich eh nicht irgendwo Waffenteile jetzt abgekriegt? Warte mal. Ah, die habe ich da reingemalt, okay. Kaputte PM. Deutsche Tolles. So, wir halten eine kaputte, eine GP20 haben wir. Ja, die macht aber 40 Schaden pro Schuss und meine macht 50. Und 6 Schuss sind ja eigentlich auch cool. Was tut er? Bist du einmal schießen, bei einmal klicken? Macht er denn gar nicht? Also der selbstgemachte Revolver? Also ich klicke da schon 6-mal. Oder wie meinst du das? Was ist denn dann diese... Was ist denn das hier? Das ist eine kaputte PM. PM und ein Jagdgewehr ließe sich machen. Jagdgewehr wäre hier. Vielleicht auch gut. Auch da, das ist ja gerade, da brauche ich Gewehrpatronen und alles. Ne, ich bleib da mal bei meinem Revolver. Und außerdem ist derweil jetzt mal sowieso hinfällig. Weil wenn die Gegner mir so auf den Sack gehen, damit ich unter Wasser hinschwimme, ist das mal sowieso. War erstmal hinfällig.
Aber irgendeine Waffe hätte ich dann schon gerne mal wieder eine bessere. So. Ja, so kriegen wir schon relativ viel Klumpert rein da. Ach so, ja, das ist, weil, ja, okay, das ist aber bei mir, glaube ich, ist das, also ist das nicht, weil ich drücke schon 6-mal die Taste, bis er nachlädt. Also das funktioniert schon hier. Meinerseits. Weil irgendwie finde ich das vom Balancing her ein bisschen eigenartig. Der hat, kann ich da was einfüllen? Der hat ja wirklich 50 Schaden und der andere 40, dafür ist 50 Schuss im Magazin, okay. Ich lade weniger nach, aber ich jedes Mal vorglotzen, oh, Gewehrmunition haben wir sogar ein bisschen. Jedes Mal aus der Deckung raus ist auch wieder etwas, wo ich getroffen werden kann, wenn ich öfter schießen muss, weil ein Hit weniger Damage macht. Mir wäre eigentlich lieber so ein Gewehr, was mit einem Hit gescheit Damage macht, dass ich einmal anziele und in Deckung bleibe. Aber das habe ich leider noch nicht. Fuck. Fuck. Das ist, also das ist das letzte wirklich nervende. Ja, könnte schon sein, beim Zahnbauen Fehler gemacht. Nee, aber das ist wirklich, schau mal, wir könnten das testen. Hier, Revolver, rechts unten siehst du, 6 von 54. 5, ein Klick, 2 Klick, 3 Klick, 4, 5, 6, lädt nach. Also, das geht eigentlich. Aber das Trinken da rein? Ratende Fleisch ist auch da. Das ist, eigentlich hat das so zusammen sortiert. Fleisch mehr. Jawohl, passt, erledigt. So, laden wir ab. Wie gesagt, wir wollen hier nicht viel Zeit verschwenden jetzt. Wir wollen direkt Schlag auf Schlag weiter. Schon, oder? Weil ich habe mir auch überlegt, ob ich die andere Waffe nehme. Aber irgendwie 50 Schuss, 6x6 Schießen, schnelles Nachladen, das klingt jetzt irgendwie nicht so schlecht. Aber ich verstehe dann den Sinn der Waffen nicht, wieso ich die dann habe. Ich meine, ja, der Vielfalt, der eine fehlt den, der andere fehlt den zuerst, dann hat einer das. Das geht ja auch darum, was man halt gerade bauen kann. Viele von den Waffen, was ich hier habe, kann ich ja gar nicht bauen. Die Munition dafür, also das ist halt noch nicht so weit bei mir. Eigentlich wäre Starfield heute angesagt. Das letzte Mal. Ich habe ja gesagt, nicht versprochen, das mache ich prinzipiell nicht. Das hat mir meine Frau beigebracht, man verspricht nie was. Und auch wenn man, selbst wenn man nichts verspricht, wird eben gesagt, du hast versprochen. Aber kann ich sagen, nein, ich verspreche nie was. Das kannst du mit anderen einreden. Ich habe versprochen, nicht direkt, aber gesagt, bis zum 6. werde ich Starfield spielen, dann nicht mehr. Das heißt, mir fehlt, weil heute ist ein Part Freigang, schätzungsweise jetzt fehlen mir dann ja 2 Parts noch. Also morgen, übermorgen werden noch Parts kommen. Dann weiß ich es nicht. Ich habe von Anfang an direkt in die Stream übrigens gesagt, wenn Starfield nicht so gern gesehen wird, werde ich es nicht weiterspielen, weil normal, wie gesagt, spiele ich das, was ich persönlich gern spiele. Nicht jetzt so unbedingt wegen die Views, sonst würde ich Diablo und so nicht zocken. Weil das ist view-technisch schlecht, wirklich schlecht bei mir. Aber das spiele ich, weil es mir gefällt. Starfield ist es andersrum. Es spielt sich gut, es macht auch irgendwie Spaß. Aber die anderen Spiele hier interessieren mich derzeit eigentlich mehr. Also persönlich würde ich Starfield jetzt ein bisschen schleifen lassen. Nicht aufhören.
Aber schleifen lassen würde ich es. Ja, das ist eigentlich der Grund. Persönlich ist es mir halt ein wenig zu. Es ist also irgendwie ist es ein reiner Shooter. Ich spiele auch gerne Shooter, aber wenn sie sagt, sie wollte sie sehen, zockt man es gern. Das ist kein Problem. Aber ich hab mal eigentlich gedacht, ab 6. spielt alle ohne nicht nur die Early Access. Da spielen alle, nicht nur die Premium-Spieler. Da wird eh kein, noch weniger schauen, das schaut jetzt schon keiner an. Und persönlich interessieren tut es mich schon, aber nicht so dringend, dass ich es jetzt gleich spiele. Also da könnte man. Da gibt es schon Spiele geben, die sind mit der Zeit besser geworden, weil sie Sachen hinzugefügt haben, die Leute bemängelt haben. Ja, ja, Diablo ist ewig her, aber Diablo spiele ich genauso. Was, das spiele ich fertig. Das habe ich aber auf YouTube bremst, weil es haben nach einem Monat 20 Leute das Video angeschaut. Und in dem Hinblick, dass ich da noch zig Stunden versenkt drin. Hallo Infinity! Habe ich Diablo dann passiert für YouTube, weil ich gewusst habe, vielleicht wird es auf Twitch. Was auf Twitch kann ich dann einfach in 4 Stunden durchgehend meinen Abend zocken, gemütlich. Auch vielleicht mal mit einem Bierchen nebenbei oder einem Nicht-Bierchen, wie ich es immer sage. Und da ist dann egal beim Durchwirbeln. Außerdem haben sie ein paar Bahnen so zusammengehauen gehabt, dass der ja nicht mal irgendwas mehr geschafft hat. Zuerst zu gut, zu schlecht, so Blizzard-typisch zernervt halt. Und dann wieder gebufft, zernervt. Mittlerweile kann man mit dem spielen. Also ich werde Diablo fertig spielen für mich, die Story, weil es mich interessiert. Aber Starfield bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das gleich passiert. Außer es, wie wollt es. Es ist vom Spielerischen her, gebe ich dem Spiel viel. Das ist gut. Gunplay ist super. Schauen wir mal. Bis 6. werde ich auf jeden Fall mal, dann werden es nämlich noch weniger Leute direkt irgendwie bei mir anschauen, weil einfach dann. Man muss aber sagen, ich habe eine Hoffnung bei dem Spiel. Die Tester haben gesagt, die ersten 8 Stunden. Na Karolinchen, ich muss da aber ehrlich sagen, ich freue mich total, dass du da bist, aber ich reiß da jetzt nicht den Kopf ab, bevor du da irgendwie einschlafst vom Stream, darfst du natürlich auch einmal früher gehen. Aber ich würde mich freuen, wenn du da bist. Ja, das ist der Fluch dieser Survival Games hier. Und nein, wegen an Stefan Pohr Forschungstisch habe ich auf 3. Der Fluch dieser Games. Das hier ist einfach ein cooles Spiel. Ich spiele sowas einfach total gern. Hat nach einem Tag 200 Views. Das schafft Starfield nicht einmal jetzt beim Release-Part vom Livestream. Nicht mal da. Also da merkt man den Unterschied. Aber abgesehen davon, wie gesagt, ihr seht es ja, meine Spiele, die ich spiele. Ich spiele halt normal nicht so stark diese Weltraumdinger. Eher so eben Tropic Survival, sowas da. Aber ich, natürlich spielen wir Starfield weiter. Können wir auch heute mal nach dem Part hier, nach dem, so gegen 10 jetzt dann vermutlich, können wir mal Starfield anwerfen. Ja, Infinity, das stimmt. Ich habe heute auch wieder reingeschaut. Aber was habe ich? Ich könnte sagen, du willst alles nicht, was ich spiele. Ich kann das umdrehen. Ich habe eine viel größere Auswahl als du. Du spielst 2 Spiele, ich spiele ungefähr 20. Und du willst keins davon. Finde ich gemein. Hey, Wicked. Ja, Wicked, ich trottel, das habe ich vorgelesen. Hey, Queen. Hallo. Servus, die Wadeln. Kann ich schon schlafen gehen? So. Gut, Leute, ich werde mal kurz beenden zwecks die YouTuber, weil wir pausieren hier und machen im nächsten Part dann mit der. Also, für YouTube. Also. Twitch. Dranbleiben bitte an YouTube. Danke fürs Zuschauen. Bleibt dran. Der nächste Part kommt morgen dann. Und schaut wieder rein dann. Abo, like, comment. Nicht vergessen, meine Freunde. Seid die geilsten. Bis dann und ciao.